Es war ein Sturm, es wird immer mehr darüber gesprochen, dass er bereits im Sommer wieder zu den Grazern zurück möchte. Hansen, wieder für Petrovic gespielt. Und bei diesem Kopfball hat Feurer keine Probleme. Wieder eines der vielen Fouls, diesmal von Brauneder an Thonhofer begangen. Petrovic macht sich wieder bereit. Job, guter Kopfball, aber am Tor vorbei. Wenn es brenzlig wird vor den beiden Toren, dann meist aus stehenden Bällen aus Standardsituationen. Sturm macht aber weiterhin das Spiel über Thonhofer. Schaus, der sich immer in den Angriff einschaltet. Aber viele Fehlpässe, viele Abspielfehler zerhacken diese Partie. Rund 9000 Besucher sind gekommen und sie warten nach wie vor auf den ersten Treffer. Wieder Petrovic. Und die große Möglichkeit für Wiedreis und da verstolpert er diese Chance. Der vierte Eckball für die Grazer in der Anfangsphase. Diesmal Feirer, der linke Verteidiger. Thonhofer. Job sofort wieder für Thonhofer eingeworfen. Aber es bleibt alles nur Stückwerk. Rapid über Brucic, auch er verfehlt. Hansen, vor wenigen Tagen 22 Jahre alt geworden, macht eine ganz gute Figur heute im Mittelfeld. Trainer Miksch hat ja jene Elf aufgeboten, die zuletzt gegen Klagenfurt und gegen Austria zu Hause recht erfolgreich agierte. Job, Schaus, das sind die tragenden Kräfte in diesem Spiel bei Sturm. Marco vertrippelt sich hier und wieder ist eine gut angelegte Angriffsaktion im Keim erstickt. Bangerei hier zwischen Leo Leiner und Gernot Jürtin. Viele kleine Feindseligkeiten. Schiedsrichter Losert immer auf Ballhöhe und ein souveräner Leiter. Langeweile auf den Ringen. Es tut sich einfach nichts in dieser Partie. Feirer. Hansen, Marco, Leiner, Jürtin und er versucht es aus Spitzenwinkel, ein guter Schuss und Feurer lässt sich nicht überraschen. Das ist in der 27. Minute der erste wirklich gefährliche Torschuss in dieser Partie. Krantscher. Weinhofer, auch er versucht es aus der Distanz, aber sein Schuss geht klar am Ziel vorbei. Rapid spielt nicht so gelöst, wie man es von dieser Mannschaft in den letzten Partien gewohnt ist. Feirer und Jürtin bleibt hier wieder an Brucic hängen. Schön gemacht vom Jugoslawen. Für China ist aufgespielt dann Hajlilović. Seine erste gute Möglichkeit, aber weit über das Tor von Sarja. Sulejman Hajlilović, der vieles schuldig geblieben ist im Press von Rapid in diesen Spielen, die er nun schon für die Hüttenlaufer bestreitet. Ja, und immer wieder Foulspiels und da gibt es jetzt auch eine gelbe Karte für Brauneder, den Rapidler, nach diesem Foul an Rupert Marco. Schaus hat viel Platz, Petrovic, schön gespielt für Thonhofer, aber Feurer. Hat eine lange Spielpause hinter sich, Herbert Feurer. Fast ein Jahr nicht gespielt, jetzt praktisch seine dritte Partie wieder im Dress von Rapid in einem Pflichtspiel. Die Seiten sind nun gewechselt, Vorstopper Job versucht sich hier mal als Stürmer, aber auch er findet keinen Abnehmer für diesen Stangelpass. Nach wie vor 0:0 in einer relativ schwachen Partie und die ersten Pfiffe von den Rängen. Und dann die Rapidler, schön gemacht hier von Hajlilović. Flanke für Granča, aber er fliegt an diesem Flankenball vorbei. Das war in der 60. Minute die erste ganz große Möglichkeit für die Hütteldorfer. Herbert Weber, ein umsichtiger Organisator der Abwehr. Weinhofer, Kienast, guter Schuss und Sarja. Wenig geprüft, aber hier souverän zur Stelle.
Weber. Und immer wieder bleiben die Angriffe hängen. Jetzt die Möglichkeit auf den Konter über Marco. Schön gespielt mit Petrovic. Wieder für Petrovic. Marco, jetzt hat er plötzlich freien Raum. Das ist die große Möglichkeit auf das 1-0. Und dann ein stümperhafter Abschluss des jungen Sturmspielers. Ja, das war wohl die bisher größte Chance für die Grazer auf das 1-0. Weiterhin aber keine Treffer in dieser Partie. Rapid über Wilfurt, der nur ganz wenig starke Momente in dieser Begegnung hat. Krucic mit viel Laufarbeit, findet aber meistens keine Abnehmer für seine Ideen. Und hier wird Halilovic hart genommen im Strafraum. Schiedsrichter Losert lässt aber weiterspielen und sofort wieder der Gegenzug von Sturm über Marco eingeleitet. Marco sehr fleißig, ein großes Arbeitspensum, aber diese große Chance hat er eben ausgelassen. Halilovic kann dann wieder weitermachen. Da ist schon wieder ersetzt im Strafraum der Rapidler und wieder Feurer, ein sicherer Schlussmann bei Rapid. Bakoda, der in der 64. Minute anstelle von Jürgen kommt, jetzt im Spiel für Petrovic eingeworfen und da gibt es ein Foul von Weinhofer und damit Freistoß für die Grazer. Schön gemacht von Bakoda, Kopfball und abgewehrt wieder von Feurer. Es fallen keine Treffer in dieser Partie, es bleibt beim 0-0, ein Resultat, mit dem keiner der Mannschaften gedient ist.